Das Ding sieht ja aus wie so ein Bettmobil hier. Also wir wissen ja nicht, ob der Original ist oder nicht, ob da Software drauf ist. Willkommen bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir auf dem Weg zu mit dir. Wir wollen einmal Leistungsmessungen machen. Ich bin gerade auf dem Weg dahin und wir hatten gerade Landstraße gehabt und ich habe da mal ein bisschen gedrückt. Ja, ich meine, der Turbo kam eigentlich sehr, sehr gut. Aber danach hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der Turbo immer mehr und mehr und mehr abgestorben ist. Ich höre null Turbogeräusche, der Wagen zieht nicht so richtig und ich möchte jetzt auch nicht so auf die Kacke hauen. Egal, wir gehen trotzdem Leistungsmessung machen und wir gucken, wie viel Leistung dieses Auto hat. Wir haben hier so eine schöne Aussicht. Ich chill hier so schön auf der Landstraße und einer beruhigt mich gerade. Seht ihr das? Seht ihr das? Killer! Gechillt Autofahren im Schnee macht einfach Spaß. Bremsen? Naja, ich glaube schon. V10! Oh mein Gott. Warte, soll ich hinten gucken? Warte, guck mal hinten. Warte. Ja, super! Passt, passt. Das Ding sieht ja aus wie so ein Bettmobil hier. Wenn man solche Autos sieht, hat man keinen Bock mehr an sein eigenes Auto Geld reinzustecken, weißt du? Geil. Kannst du ja hier unseren Kühlschrank kaputt machen, oder so viel Power. Lief ja gar nicht so gut, oder? Doch, der lief gut. Also ich habe den jetzt ein, zweimal gedrückt. Ich hatte das Gefühl gehabt, mal zieht er nicht. Also ich habe eher letztes das Jahr, Gefühl, als wir gefahren sind, lief der eigentlich richtig gut, ne? Also da habe ich noch in Erinnerung, dass der eigentlich schnell war. Also ja. Wir können ja auch zwei, drei Läufe machen, da wird man ja sehen, ob sich was so ändert. Viele glaube ich nicht, dass wir machen müssen. Ich hoffe mal, dass er es überlebt erst. Weil wir wissen ja gar nicht, ne? Also klar, 340.000 gelaufen. Also ich habe den jetzt ein bisschen tiefer, ne? Ja, ja, passt, passt. Ah ja, siehst du, ich habe die perfekte Tieferlegung gemacht. Geht's dir? Mir geht's fantastisch. Hast du gesehen? Unser Video hat 1 Million Klicks. Mittlerweile schon 1,2 Millionen. Von Silvester? Ja, unser Mikrovideo. Dieses Jahr Silvester ist ja noch so lange her. Ja. Na ja, gut, eineinhalb Monate schon wieder. Hatte aber keine Zeit. Ich wollte dich eigentlich anrufen und fragen, ob ich noch mal ein bisschen rumfahren soll. Hätten wir gerne gemacht. Also ich wäre dabei. Hätten wir so ein Video rausgehauen. Naja, nächstes Jahr vielleicht wieder. Ne? Ja, natürlich. Also 2 Millionen. Kommt. Ja, mit dir. Waschen war es auch nicht, oder was? Waschen war ich leider nicht. Ich habe gesagt, das ist ein Garagenfahrzeug. Wie gehst du denn damit um? Ja, ist ein Garagenfahrzeug. Turbo, Quadro, 180 PS. Also wir wissen ja nicht, ob der Original ist oder nicht, ob da Software drauf ist. Wie viel PS haben die so? Streuen die mehr runter oder hoch? Naja, eigentlich würde ich sagen, machen die relativ genau das, was sie eigentlich sollen. Aber also meinst du so exakt? Eigentlich sollte der, wenn der Original ist und alles heil ist und funktioniert, sollte der auch 180 PS machen, aber also annähernd, ja. Also jetzt nicht irgendwie ja. 20 PS mehr oder weniger. Vor allen Dingen merkt man eigentlich bei den 1AT immer, dass die, wenn die gemacht sind, dass die untenrum halt viel Kraft haben sollen. Das ist jetzt schon eine Weile her, ne, dass wir uns da getroffen haben. Ein Jahr. Ich habe eigentlich nur noch in Erinnerung, dass er
kräftig war. Also würde ich davon ausgehen, dass der nicht mehr original ist. Ich bin gespannt. Würde ich sagen. Motor ist warm. Ja. 1,8T Quadro. Wer macht's? Und du hast Ausbildung als was? Kfz-Mechatroniker. Mechatroniker? Oh mein Gott, wo? Bei Jürgens in Hagen. In Hagen? Bei Mercedes. Mercedes? Und, gefällt dir das? Ja, ist geil. Ist ja. Richtig gut. Und du bist hier der Stalker von mit dir? Genau. Ich brauche ein paar Skills, dass ich die bei mir anwenden kann. Dann. Ja. jeden Tag bringt er was zu essen. Ja, bringst du ihm noch was bei oder steht er einfach nur den ganzen Tag hier? Der weiß schon alles. Hä? Der weiß schon alles? Aber bringt dir nicht was bei? Auch, ja. Genau. Hast du hier keinen? Hast du, der ist im Arsch. Ne? Der ist im Arsch. Sorry. Ja, sorry. Ja, wenn du willst, können wir abbrechen. Dann fahre ich wieder nach Hause, können wir abbrechen. Ja, wenn der Auto zu ist, dann können wir auch fahren. So, wir fahren gleich an. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Es geht aber jetzt voll auf. Identisch scheiße. Ja, guck mal. Aber guck mal, jetzt war die Messung mal ein bisschen stärker hier. Ne? Ja, ich habe 65. Bisschen höher gedreht jetzt. Nein, das hat nichts gebracht, aber hier bei. Da, egal, genau. Aber das merkt man auch, ne? Hier, der geht hoch. Hier will der Turbo starten und dann geht er auf einmal runter. Ja, irgendwas passiert da. Irgendwas passiert da. Kann aber auch sein, Blow-Off-Ventil, wie es geht. Oder der Turbo selber, weil der raucht auf einmal sehr stark, ne? Ja, das passiert hier oben rum, ne? Hier geht der Leistung richtig krass ab, genau. Und dann hat er angefangen zu rauchen ohne Ende. Ja. Worum geht es eigentlich, ne? Also wir haben hier 165, ja, nimm mal die zweite Messung. Wir wollen die jetzt auch nicht mehr treten. Also das reicht uns eigentlich auch. Ja, normalerweise macht man sowas natürlich nicht, aber nein. Wir machen das schon. Ja, ja, wir wussten ja. Mit dem Auto. Ja, wir wussten ja, dass das nicht mehr in Ordnung ist. Und ja. Ich denke mal, kaputter wird es auch nicht mehr. Ja, da kommt ja wie so ein neuer Turbolader rein. Also wer jetzt neu eingeschaltet hat oder erkennt hier mit dir nicht, dass es mit dir ist, so tönig, der den legendären Lupo gemacht hat, kann ich ja immer wieder nur sagen, mein rechter Arm, wenn es um Tuning geht, krank, was der drauf hat. Ihr könnt den gerne abonnieren. Gerne. Wir machen zwar leider nicht so viel, ich würde gerne mehr machen, aber ich hoffe irgendwann wird es. Sie haben schon wieder ein Video gedreht, das wird demnächst kommen, auf jeden Fall. Ja, wieder zurück zum Thema. 1,8T Quadro. Wir wollen ja einen Turbo einbauen, einen Motor verstärken. Aber ich habe mir jetzt überlegt, wir haben hier den Lupo, da kommt ein GTX-Lader rein. Wir haben den Audi A3, mein S3, da ist auch ein GTX-Lader drin. Es ist ja dieser Punch, wo er nach 4000 auf einmal kommt, warm hoch. Soll man nicht so einen Turbolader nehmen, wie K04-Bereich, aber so richtig extrem auftunen das Ganze? So, dass er ab 2000 kommt, aber dann extrem. Ja, klar. Kann eigentlich nur jedem sagen, diese kleinen Turbolader, die man können halt auch Spaß machen. Die natürlich, haben nicht so viel Leistung, aber ich sage halt immer, Leistung ist nicht alles. Wenn ich das hier mal angucken kann, das vielleicht besser erklären, ja. Die sehen ja auch, untenrum viel Drehmoment, macht der halt viel Kraft, ne. Ja. Und obenrum, also die Leistung, wir sprechen ja alle immer von PS, die PS hat das Auto und keine Ahnung. Das liegt ja im letzten Drehzahlbereich an, also bei 6.000, 7.000 in der Regel. Und da fährt man halt selten. Ne? Also wenn man mal kurz, keine Ahnung, auf der Landstraße mal kurz beschleunigt, da schaltet man ja nicht erst runter, bis man bei 6.000 am Drehen ist oder so. Ne? Sondern
Man tritt ja vielleicht aufs Gas bei 3000 Umdrehungen oder so. Mhm. Und da haben die halt viel Kraft. So. Das macht auch richtig Spaß. Also ich finde das immer lustig. Deswegen war das so eine Überlegung von mir. Ich denke sogar, dass das nicht so schlecht ist, weil das Auto hat ja Allrad, ne? Genau. Quattro oder beziehungsweise Formotion. Wenn die Motoren, also diese 1.8T-Motoren halt viel Drehmoment haben. Jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt so ein paar gemacht, Polo und Golf 3 unter anderem und Golf 4 und keine Ahnung, so mit 400 Newtonmeter und Frontantrieb. Dann passiert halt Folgendes. Du trittst halt bei, sag ich mal, 2.500 Umdrehungen aufs Gas und die Räder drehen sofort durch. Ja. So, weil er halt so viel Drehmoment hat, dass die Räder es nicht übertragen können. Ne? Genau. Und wenn wir jetzt hier viel Drehmoment haben, da wird sicherlich gar nichts passieren. Da wird nicht mal ein Rad zucken oder so. Und daher ist eigentlich mit Frontantrieb immer wenig Drehmoment und viel Leistung sinnvoll. Und beim Allrad kannst du es auch anders machen. Ne? Ja. Das ist nicht so eine schlechte Idee. Was meint ihr denn? Schreibt das doch bitte in die Kommentare. Weil ich sehe, mein Akku geht gleich leer. Also man kann, wenn man das geschickt anstellt, mit dem ganz normalen S3-Turbolader, also kein Upgrade, kein gar nichts, sondern irgendwo einen, der natürlich im ordentlichen Zustand ist und möglichst auch nicht von irgendjemandem überholt, weil da bauen halt viele auch Scheiße, einfach mit ganz stinknormalen originalen Turbolader, mit größeren Einspritzdüsen, weil das ist auf jeden Fall, die sind zu klein, also selbst die vom S3 sind zu klein, die sollten also ein bisschen größer sein, dann habe ich schon welche mit 420 bis 440 Newtonmetern und ungefähr 300 PS. Das ist noch was ganz anderes jetzt mal, als ich sag mir jetzt mal die Standard Stage 2. Es ist zwar kein Upgrade-Turbolader, aber da geht auf jeden Fall noch eine ganze Ecke mehr. Ja. Also mehr als 280 PS auf jeden Fall. Aber da muss man noch ein bisschen was für tun. Ich denke, mit einem guten Ladeluftkühler, Abgasanlage und so, aber das kostet halt alles nicht so viel Geld. Ja, deswegen, genau. Apropos Geld. Was hältst du davon, dass wir einfach ein China-Produkt nehmen? K04. Sollen wir nicht einfach mal einen 100€ Turbolader hier einbauen, nochmal eine Leistungsmessung machen und mal schauen, ob wir die 165 erstmal erreichen und danach das Ganze mal modifizieren? Von mir aus gerne. Ich hab mit China Turbolader schon gute und auch schlechte Erfahrungen. Ja, ich auch. Wir müssen das Auto mal angucken, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, GTX 30 oder so einzubauen, der 2.000€ kostet, während das Auto nur 500 gekostet hat. Ey. Willst du mein Auto schlecht machen oder was? Was ist los? Das Auto ist fantastisch. Also die Farbe vom Kotflügel strahlt wie am ersten Tag. Nein, das sollte ich. Ja, ich weiß. Nein, aber ich denke, jeder versteht hier was. Früher hat man immer gesagt, Perlen vor die Säue werfen. Vielleicht habt ihr damit ja auch schon Erfahrungen gemacht, gute oder schlechte. Ich denke, vielleicht könntet ihr auch mal da reinhauen, dann können wir mal unsere Erfahrungen teilen. Ich will das jetzt gar nicht sagen, also ich will meine Erfahrung jetzt ja gar nicht sagen, vielleicht ist man da so ein bisschen voreingenommen, deshalb einfach mal ganz nett. So, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ne? Turbolader, die, keine Ahnung, nach 20 Kilometern schon auseinandergeflogen sind, also gab es auch, ja. 165 PS, 231 Newton. 15 PS zu wenig und vielleicht ein bisschen zitterig. Also das kann aber wiederum sein, das kann einmal der Turbolader sein, kann N75 sein oder... Ja genau, der hat schön geraucht gerade, ne? Da kriegt man schon Panik, wenn er so raucht hier. Okay, das Ding raucht jetzt richtig, ne? Schau mal. Turbo hat sich komplett verabschiedet. Nein, der ist noch gut. Weiterfahren und beobachten. Hauptsache, ich komme noch nach Hause. Wir haben uns gerade einen Turbo an mit dir. Akku leer von der Kamera, jetzt müssen wir die nehmen. Also Ton ist nicht so gut, sorry dafür. Also wir diskutieren ja gerade mit dir zusammen. Welchen Turbolader sollen wir nehmen? Es soll natürlich, also mit dir, du weißt, low budget. 150€. 150€. Ja, die Frage ist jetzt, welcher wird sich lohnen? Wenn ich es alleine entscheiden müsste, würde ich glaube ich einen China Turbo vom S3 nehmen. Vom S3. Also 204, 023, 022. Diese Generation. Und gucken, was da so geht. Wenn wir 300 schaffen. Ja, wird uns doch reichen. Ja. Für Low Budget das Ganze. Was ist das denn? Ja, das nagelneue Steuergeräte, ME7. Nagelneue Steuergeräte? Du kannst ja ein Gewinnspiel machen. Nein, also wer einer ein Steuergerät braucht, ML7, was gibt's noch? ME7.5 ist das, ja, das ist ein großer Teil, dann ein paar für den Diesel, aber die interessieren mich eigentlich weniger, sondern eher... Meldet euch bei mit dir, keine Ahnung. Ich danke dir nochmal, Dankeschön. Weiterarbeiten. So, Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund, wir sehen uns, wenn wir Turbolader eingebaut haben und dann schauen wir mal, wie PS der hat. Einfach mal so, mit dem neuen Turbolader und ich hoffe, ich komme nach Hause, mit dem kaputten Turbo. Klar, der fährt ohne Turbo. Haut rein, bis dann. Bleib gesund. Das ist ja das Geile. Ich habe gerade mit euch gesprochen und bin gefahren. Habt ihr mitgekriegt. Und dann hat mir mit dir, als ich rausgegangen bin, hat gesagt, ey, willst du was trinken? Ich so, ja klar. Hat er mir eine Cola gegeben.
Und ich hab's wieder vergessen. Ich so, nein, ich hab die Cola da vergessen. Steig hier aus, will meine Jacke ausziehen, also meine Jacke, Sachen nehmen und guck, wo die Cola ist. Wenigstens habe ich mit der Cola noch Glück, aber das Ding raucht immer noch stark. Achtet mal. Also Turboschaden verkraftig ist kein Ding, aber wenn die Cola kaputt gegangen wäre, boah, das wäre traurig.